Immer mal wieder gibt es ja auch die Diskussion, Lebensversicherung, Rentenversicherung lohnen sich nicht, weil die Zinsen sind zu teuer. Das ist aus meiner Sicht der falsche Ansatz, denn die Frage ist immer, wofür ist ein Produkt gedacht? Wenn du große Lasten transportieren willst, dann kaufst du dir einen 40-Tonner und wenn du vor der Eisdiele der Aff machen willst, dann kaufst du dir einen Porsche Cabrio. Das sind aber völlig unterschiedliche Autos, beide sehr teuer und wenn du vor das Eiscafé fahren willst mit einem 40-Tonner, kriegst du nicht mal einen Parkplatz. Wenn man, aus meiner Sicht macht man nichts falsch, wenn man sich eine richtige oder eine wichtige Strategiefrage stellt. Ich mache dafür ein Beispiel. Das hier ist die Lebenslinie, das ist das Hier und Heute. Hier ist der Tag, wo das Arbeiten aufhört, also wo wir nicht mehr durch unsere Arbeitskraft Geld verdienen, sondern von angehäuftem Vermögen in irgendeiner Art und Weise. Und hier ist dann der Tag, wo wir uns von dieser Welt verabschieden, wenn es denn dann optimal läuft. Und ich empfehle jedem, dass man sich eine Frage stellt. Und zwar, wie viel Geld will ich ab hier monatlich haben? Wo ich sage, das ist ein Betrag, der muss bei mir aufs Konto kommen, weil es darf nicht sein, dass es weniger wird. Es kann nicht sein, dass ich 30 oder 40 Jahre gearbeitet habe und dann wird es weniger. Und diesen Betrag, den brauche ich dann auch bis an mein Lebensende. Wenn man diesen Betrag hat, ist es noch wichtig, dass man Folgendes macht, nämlich dass man ihn ausrechnet nach Krankenversicherung, vor allem nach Inflation und vielleicht sogar nach Steuern. Vielleicht deshalb, weil es völlig überschätzt wird. Immer mal hört man so ein, Entschuldigung für den Ausdruck, so ein Unsinn, wenn die Leute sagen, die nächste Rente muss ja hinten noch versteuert werden, da gehen ja auch ein Drittel weg. Das ist ja Quatsch. Wer heute als Durchschnittsverdiener, also wer Durchschnittsverdiener ist und geht später mal in Rente und hat eine Riester-Rente dazu und hat 4% seines Bruttos gemacht, dann wird er meiner Meinung nach kaum Steuern zahlen, weil wer heute 1000 oder 1100 Euro brutto verdient, zahlt ja auch keine Steuern. Das ist ja keine pauschale Steuer, sondern es ist ja eine Einkommenssteuer und dafür muss man erstmal in den Genuss kommen, Steuern zu zahlen. Ganz bewusst so sage ich das. Also deswegen lassen wir die Steuer mal weg, ist aber jetzt wurscht, sondern ich brauche diesen Betrag, den sollte ich mir ausrechnen. Wenn ich diesen Betrag dann habe, dann sollte ich alles, was bis dahin ist, also alles, was unter dieser Linie ist, über sogenannte Leibrenten, also Rentenversicherungen, die auf deinen Leib quasi geschneidert sind, solange es gibt so lange Geld, solange die Pumpe schlägt, heißt es übersetzt, da gehört zum Beispiel rein die gesetzliche Rentenversicherung. Da gehören aber auch rein normale Rentenversicherungen. Meine Empfehlung ist hier immer staatlich gefördert. Lässt sich übrigens leicht erklären, nochmal ganz kurz hier. Früher hat man eine Rentenversicherung gespart und irgendwann konnte man sich das verrenten lassen. Heute oder mit staatlich geförderter Vorsorge macht man es so, man spart und spart und es spart noch jemand mit, nämlich der Vater Staat und spart und spart und dann kommt halt hier hinten mehr Rente raus. Die muss ich unter Umständen, sage ich ganz bewusst so, versteuern. Erstmal muss man nach Krankenversicherung, nach Inflation und so weiter in den Genuss kommen, Steuern zu zahlen. Das geht dann noch hier von runter. Allerdings kann ich mir kaum eine, ich will nicht sagen keine, aber kaum eine Situation vorstellen, in der diese Variante schlechter wäre als diese. Da muss schon ganz viel zusammenkommen und dann wird es doch sehr theoretisch. Also, ich komme wieder hier unten drauf zurück. Also, diesen Betrag, den sollte ich und den muss ich eigentlich über eine lebenslange Rente absichern. Weil egal wie klug du bist, egal wie schlau du bist, egal wie gut du in Mathe bist, wann der Tag gekommen ist, an dem der liebe Gott oder wer auch immer uns zu sich holt, das weiß nun mal keiner. Also, damit ich mich nicht völlig verkalkuliere, brauche ich auch so ein bisschen übrigens als Selbstschutz eine lebenslange Rente. Das kriege ich bei einer Versicherung, dafür zahle ich übrigens Geld. Das ist der Grund, warum eine Versicherung nicht das allerrentabelste Produkt ist. Darum geht es aber auch gar nicht. Ich kaufe etwas und etwas, was ich auch brauche, nämlich eine lebenslange Rente. Wie beim 40-Tonner. Ich kaufe etwas, weil ich vorhabe, Waren damit zu transportieren. Wenn ich das nicht mache, ist ein 40-Tonner einfach die völlig falsche Ware. Also alles, was hier unten drunter ist, muss aus meiner Sicht über Versicherungen und Leibrenten abgedeckt werden. Auf der anderen Seite, alles, was über dieser Linie ist, da bin ich auch ganz strikt, gehört aus meiner Sicht nicht in Versicherung. Es gibt ein paar Ausnahmen. Von mir aus alte, gut laufende, steuerfreie Fondspolicen zum Beispiel. Das kann sich schon rechnen, wenn man Fondswechsel kostenlos machen kann, wenn die Auszahlung steuerfrei ist. Das kann sich rechnen, muss aber nicht. Es gibt auch noch ein paar Produkte heute, aber eher wenige. Ich persönlich mache hier in diesem Bereich immer das Depot. Also Fondssparpläne,
Völlig egal, was man macht. Das können auch ETFs sein, wer auf sowas Lust hat. Das kann übrigens auch eine Immobilie sein. Aber eine Immobilie zum Beispiel, die ich vermiete, die hat halt hier nichts verloren. Weil du brauchst ja bloß mal Pech haben, muss mal das Dach gemacht werden. So, und wie willst du denn, dann hast du einfach mal ein Jahr oder zwei, kommst du nicht über die Runden? Das macht doch gar keinen Sinn. Oder das Depot läuft mal ganz schlecht und dann sagst du, pass auf, zu deinen Enkelchen diesmal, dieses Jahr und nächstes Jahr gibt es mal kein Eis. Das macht doch gar keinen Sinn. Es macht aber auch gar keinen Sinn, hier weiter alles Geld in Rentenversicherung zu stecken. Weil wenn ich das Geld mir sowieso nicht verrenten lasse, dann habe ich Gebühren bezahlt für eine Leistung, die Verrentung, die ich aber gar nicht in Anspruch nehme. Das wäre wie, wenn ich mir ein neues Auto konfiguriere, bestelle das, bezahle das und hole es aber nicht ab. Das macht einfach relativ wenig Sinn. Hier, aus meiner Sicht, kann jeder machen, wie er will. Von mir aus auch Edelmetall. Das ist völlig, in Anführungsstrichen, ich will nicht sagen wurscht, aber da weiß sowieso keiner, was rauskommt. Wir sind nämlich alle keine Hellseher. Wichtig ist nur, alles hier unten drunter, Leibrenten, dann weiß ich auch, dafür bezahle ich Geld, ich kriege auch eine Leistung dafür, dann ärgere ich mich auch nicht. Alles, was hier drüber ist, im Depot, in der Immobilie, was auch immer, worauf man Lust hat. Das ist zumindest mal meine Empfehlung. Ciao.